Liebe Gavi, wir sind hier bei dir in Siebenlinden. Vielen Dank, dass ich hier sitzen darf im Sonnenschein vor deinem Haus, wo du bewohnst. Wir waren vorgestern waren wir im Gespräch. Ja, ja. Über ein tolles Thema, wo du sozusagen dein Herzblut verloren hast. Erzähl doch mal kurz was davon. Was sind so die drei Aspekte der tiefen Ökologie? Ich glaube, ich habe da nicht mein Herzblut verloren, sondern die Arbeit ist auf mich zugekommen, weil ich diese Offenheit hatte oder habe. Was ist mein Job in diesem Leben? Was ist das, was ich mitgebracht habe in dieses Leben? Fähigkeiten, Schätze, und ich bin einfach überzeugt, dass jeder Mensch hier auf dieser Erde so einen Punkt hat, einen Ort hat, wo er oder sie wirken kann, also wirksam ist in diesem komplexen Lebensgeflecht. Die Selbstwirksamkeit. Die Selbstwirksamkeit, genau. Und da spreche ich jetzt hauptsächlich natürlich über die Menschen, die hier auf der Nordhalbkugel leben, ne? Also ich unterstelle das natürlich nicht auch jeder Mensch, und die Menschen, die in Ländern leben, wo sie erstmal gucken müssen, dass sie was zu knabbern haben, was zu essen haben, dass sie ihre Kinder irgendwie am Leben erhalten und ein Dach haben, und die ganzen geflüchteten Menschen, das meine ich natürlich nicht, ne? Also das wäre eine Arroganz. Du wärst bei Maslow einfach unten bei den Bedürfnissen, den Grundbedürfnissen. Wenn die nicht befriedigt sind, kannst du nichts oben draufsetzen. Genau. Die Grundbedürfnisse müssen natürlich erstmal befriedigt sein. Ja. Doch ich spreche von mir, und hier die Menschen, die hier in Deutschland, Europa oder in den USA oder wo auch immer leben, die diese Grundbedürfnisse befriedigt haben, die das haben. Ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe Medizin, wenn ich sie brauche, ich habe was zu essen, mir ist es warm genug, und hey, hallo, ne? Ja. Und dann kommt der Schritt auf den Luxus obendrauf. Naja, auf den Luxus. Ich würde noch mal sagen Luxus, weil das ist ein Grundbedürfnis, und ich wünsche mir so arg, dass es jedes Wesen hat. Also artgerecht leben zu dürfen. Die Menschen menschgerecht, und die Tiere tiergerecht, und die Pflanzen pflanzengerecht, und die Steine steingerecht. Also jedes Wesen. Und die Pilze pilzgerecht. Ja, Pilze pilzgerecht. Ne? Also kann man ja so weiterführen. Mhm. Und ja, und da sind wir noch ziemlich weit davon entfernt. Wenigstens von meinem Standpunkt, was ich jetzt so wahrnehme in der Welt. Ne? Ich habe natürlich auch einen sehr beschränkten Standpunkt, und habe aber, seitdem ich denken kann, habe ich mich im Umweltschutz engagiert. Also so auf die Straße gehen, gegen das System, gegen Ungerechtigkeiten und gegen. Ganz schön anstrengend, so auf Dauer. Weil muss die Natur geschützt werden? Naja, ich meine, als junge Frau mit 16, 17, 18 oder so, da siehst du einfach auch einen kleineren Bereich, ja, ne? Oder den Bereich, der so, wow, da passieren Ungerechtigkeiten oder Verschmutzungen oder was auch immer, und da muss ich jetzt was gegen tun. Ja. Und die sind schuld. Ja, klar. So war es damals, und oder bei mir auf jeden Fall damals. Und ich finde es auch gut, und ich finde es immer noch gut, Stopp zu sagen, wenn mir irgendwas widerfährt, wo ich denke, oh nee, das ist lebenszerstörerisch. Ich möchte gar nicht denken in dieses, das ist gut, das ist böse, das ist hell, das ist dunkel. Klar, das gibt's alles. Doch ich denke eher so, auch durch meine Arbeit mit der tiefen Ökologie, was ist lebensförderlich, was ist lebenszerstörerisch. Ja. Und ich habe ziemlich gekämpft und auf der Straße und mich eingesetzt und habe gemerkt, wow, das ist ganz schön kräftezehrend. So wie die Aktivistinnen überall, ne? Weiß man ja. Ja, Don Quixote. Und habe dann sehr schnell, also mit 20 oder so, Yoga kennengelernt. Und das war schon mal super. Also so den Körper mitzunehmen. Also so die Körperlichkeit dann auch nicht zu vergessen. Weil das kann man sehr leicht vergessen, wenn man dann so für etwas oder gegen etwas hauptsächlich, war es ja damals, ist. Und ich habe dann
das Yoga kennen und lieben gelernt und ein paar Jahre später den Buddhismus. Und das war nochmal ein ganz wichtiger Punkt für mich, die Meditation. Ja. Also ich sage jetzt die innere Ökologie. Ne? Es gibt die innere Ökologie, es gibt die äußere Ökologie. Und es gibt da keinen Unterschied. Also innen wie außen, außen wie innen. Aber das ist natürlich ein Prozess und das ist ein Lernweg. Und ich habe mich immer halt engagiert, auch politisch engagiert. War auch mal 7 Jahre Geschäftsführerin bei den Grünen in Freiburg. Und ich dachte, ja, über die Parteipolitik mehr Einfluss nehmen zu können. Ja. Ne? Habe auch Landespflege, Landschaftsökologie studiert, weil ich dachte, jetzt mache ich was Solides, um ernst genommen zu werden. Ja, ganz wichtig. Ja, und das waren alles wichtige Punkte in meinem Leben. Und ich habe mich immer, ich würde sagen, wenn ich so zurückgucke oder sage, ich habe mich so an so einem roten Faden entlang gehangelt. Und dieser rote Faden war, was ist für mich der Sinn des Lebens? Was macht für mich Sinn? Und wo möchte ich mich einsetzen? Wo möchte ich meine Energie hingeben? Wo und wie möchte ich leben? Klar, und das ist wahrscheinlich was, was sich jeder Mensch fragt. Ne? Die drei Fragen. Wer bin ich, was will ich und mit wem? Ja, und das tief innerliegende Glück, das zu nähern. Ja. Und also natürlich kann ich auch glücklich sein, wenn ich mir eine neue Hose oder Hemd oder Klamotte kaufe, ne? Oder ein neues Handy habe und so. Doch das ist das an der Oberfläche. Und dieses tief innerliegende Glück, das ist das, was uns zutiefst befriedigt. Und das heißt nicht, dass es nur wow, schön und freudig ist, sondern da gehören auch Gefühle dazu, wie Schmerz und Trauer und starke Gefühle, die ich spüre. Und ich sage, das ist so die Intensität des Lebens. Ja. Ne? Die Intensität des Lebens in der ganzen Breite zu erleben oder einzuladen auch. Ich meine, einzuladen brauchst du noch nicht mal. Ja, also die ist ja da. Das ist ja da. Und doch, es ist für mich so ein Schlüssel, ist, keine Angst vor der Angst zu haben. Kannst du das erläutern? Keine Angst vor starken Gefühlen zu haben. Und wenn ich Angst habe, das könnte mir passieren oder jenes könnte mir passieren. Und die Angst ist ja was Wunderbares. Ne? Ich meine, die Angst, die unterstützt uns ja auf unserem Lebensweg. Die unterstützt uns ja oder schützt uns ja, dass wir uns nicht in irgendwas reinstürzen und dann machen wir mal so bedenkenlos. Ne? Und also Angst zu haben ist schon so, okay, da bist du Angst. Ne? Ich sage dann immer wieder so, okay, was willst du mir sagen? Also ich lasse sie nicht in meinem Nacken sitzen. Ich lasse sie nicht hinter mir so, das ist ein komisches Gefühl, sondern sag, okay. Du öffnest dich, du verkrampfst dich nicht und deine Muskulatur zieht sich nicht zusammen, deine Atmung, sondern du öffnest dich. Naja, wenn es mir möglich ist. Ne? Manchmal gibt es Situationen, Und die ist zu groß dann. Doch ich lade sie ein, vor mir zu kommen und in Kommunikation mit der Angst oder mit starken Gefühlen zu sein und zu sagen, was willst du mir sagen? Zum Beispiel auch Schmerz. Schmerz ist ja ein SOS-Signal, so wie Angst auch. Ja. Klar. Und wenn ich Schmerz spüre, dann nicht zu sagen, oh nee, ich trinke jetzt irgendwas, damit ich das nicht mehr spüre oder gehe einkaufen, also in die Konsumgesellschaft oder tu mich anders befriedigen oder tu es drüberlegen. Weißt du, drüberlegen über die Gefühle. Ja. Also das auszuhalten, sage ich jetzt mal, oder sich damit zu, ich mag ja bewegen oder begegnen lieber wie aushalten. Aushalten ist so halten, ne? Und dem Chaos begegnen, ohne verrückt zu werden. So nenne ich auch meine Kurse in der tiefen Ökologie. Begegnen ist so wie bei Aikido. Da kommt eine Kraft auf mich zu und dann so, okay, nicht wuff dagegen, sondern mitgehen und
dieses Tänzerische auch. Und sein Zentrum verschmelzen, dass du dann plötzlich die Kontrolle hast über das. Ich habe eine schöne Postkarte. Nee. Gar nicht? Nee. Es geht nicht um Kontrolle. Kontrolle ist für mich was, ich kann nichts kontrollieren. Ich habe das Aikido-Prinzip jetzt fortgeführt. Ja. Da ist es Kontrolle. Okay. Darum. Ja gut, dann gehe ich da nicht mit der Kontrolle. Dann ist es doch nicht ganz so wie Aikido. Weil da willst du kontrollieren letztendlich. Also du übernimmst das Zentrum. Ich habe eine schöne Postkarte bei uns in der Küche hängen. Da steht drauf, kein Mut ohne Angst. Stimmt das? Kein Mut ohne Angst. Weiß ich nicht. Ich kann auch mutig sein, wenn mich die Freude hat. Also ich glaube nicht nur, ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, dass wenn ich, wenn andere sagen, wow, das war aber mutig, dass ich gar nicht das Gefühl habe, das ist mutig, sondern nö, das mache ich einfach, weil ich so eine Freude habe. Ja. Weißt du, also ich gehe Gelassenheit jedes Jahr in die Berge und das jetzt schon seit 40 Jahren und mache das alleine, weil ich lebe hier in Gemeinschaft seit über 20 Jahren. Ich arbeite mit Gruppen und mache das total gerne. Doch dieses All-Ein-Sein, dieses mit mir sein und nur meinen Impulsen nachgehen, nur meinen Bedürfnissen und den Weg gehen, wo ich gerade gehe. Ich habe genug Essen mit, mein Zelt mit und ich kann mich nicht verlaufen. Ja. Weißt du, ich kann mich nicht verlaufen, ich gehe einfach. Und da, wo es mich hinzieht, gehe ich hin, stelle mein Zeltchen auf und es ist, und viele sagen dann, wow, das ist aber mutig, so alleine und auch in den USA, wo ich da ein Jahr war und auch mit Joanna Macy, meiner Lehrerin Tiefenökologie, gearbeitet habe, draußen im Bärenland zu übernachten oder zu sein. Und natürlich ist das, wow, das ist ja spannend. Ne? Ich bin jetzt hier im Land der Bären oder der Mountain Lion, also der Berglöwen. Wie sagt der Berglöwen. Ne? Und wow, und da so einen tiefen Respekt zu spüren und empfinde ich noch nicht mal als Mut, sondern als wow, das Geschenk. Ist so. Das ist so, so, ich kann es gar nicht beschreiben. Das ist so, so ganz körperlich ist das so eine Freude und so ein Glücksgefühl, da in dieser Wildheit sein zu dürfen, in dieser Wildnis sein zu dürfen. Und da habe ich keine Angst. Ich hatte noch nie Angst, alleine draußen. Selbst am Anfang, nie. Beim ersten Mal? Nein, ich hatte es noch nicht. Und, also stimmt das Zitat nicht? Hast du jetzt gut bewiesen? Zumindest für dich nicht. Für mich stimmt es nicht. Das Zitat war ja absolut, kein Mut ohne Angst. Das lässt ja gar keinen Raum offen, also stimmt es nicht. Für sondern, mich nicht. Genau, aber damit stimmt das Zitat nicht. Was anderes. Ja, ja. Die Neurobiologie sagt ja, wenn du Angst hast, gibt es drei Reaktionsmuster. Angriff, Flucht oder ohnmächtige Erstarrung. Du hast aber gerade ein viertes genannt. Sich sozusagen mit dieser Angst auseinanderzusetzen. Die Angst der Angst zu akzeptieren, zu erkennen und sie einzuladen. Also eigentlich müssen wir noch das vierte hinzufügen. Aber da gehört Praxis dazu. Ich glaube, das ist nicht in der Amygdala, in unserem Reptiliengehirn irgendwo gespeichert, sondern das ist dann das, was wir ja als Möglichkeit, als Potenzial haben. Durch Meditation, du hast ja gesagt, Zen-Meditation machst du. Da war ich bei dir vor zwei Tagen, war sehr schön. Und ja, der Weg des Zens, ich mache ja Kyudo, Bogenschießen, das Japanische. Da kann ich so ein bisschen nachfühlen, wie das ist, in dem Augenblick zu sein und auch mit der Angst fertig zu werden, plötzlich einen Pfeil loszuschießen, plötzlich treffen zu wollen oder auch nicht. Und Meditation ist natürlich ein ganz, ganz guter Eingang. Erzähl doch da mal ein bisschen drüber. Wie kommt man zu dieser vierten Möglichkeit, die man sich kultivieren kann? Also nochmal, es ist kein Zen, den ich praktiziere, aber ich meine, im Äußeren sieht man das nicht, spürt man das nicht. Ne? Aber eine buddhistische Praxis, die ich seit über 30 Jahren übe. Und es ist immer wieder ein Üben, jedes Mal wieder neu. Und es ist wunderbar. Es ist wunderbar,
nicht so denken, oh, jetzt schon über 30 Jahre, ne, jetzt bin ich so irgendwie halb erleuchtet oder sonst was. Bullshit, also Blödsinn. Ne? Aber also, strahlen tust du definitiv. Ja, ja, aber ja, natürlich. Ja. Und es ist auch ein ganz, ganz wichtiges Werkzeug für mich. Mhm. Also Werkzeug, also Unterstützung. Und was das Wichtigste ist an der Meditation, ist, dass ich, klar, sitzen auf dem Kissen, aber bin ich auch in Meditation, bin ich auch verbunden mit mir in diesem Moment, wenn ich aktiv bin, wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin, wenn ich arbeite, wenn ich esse, wenn ich immer. Mhm. Ne? Also das ist ja nur ein Übungsraum, Meditation, mhm. ja. also dieses formelle ja. Sitzen meine ja. ich jetzt, oder in Retreats zu gehen. Es ist immer wieder so ein Kick, so ein kleiner so Kick, so. Und für den Alltag. Und das ist für mich das Wichtige und Entscheidende. Und da merke ich immer wieder, dass ich rausfalle. Klar, mhm. rausfalle aus meiner Mitte, mhm. wenn mir irgendwas so gegen den Strich geht und ich dann den Moment nicht finde, innezuhalten. Mhm. Das ist für mich ein Trick. Ne? Und mhm. ich denke, ist auch so, okay, erstmal ausatmen, spüren, okay, ne? mhm. runterkommen. Mhm. Weil die Emotionen, wenn die uns haben, oder mein Ego dann sagt, naja, das geht ja nicht, ne? Das habe ich mir doch ganz anders gewünscht oder gedacht. Und die sind ja. ja so, das sind ja so starke ja. Stimmen, die wir ja. in uns haben. Ja. Und da immer wieder zu erkennen, und das ist durch den Übungsweg, mhm. erkenne ich das jetzt schneller wie vielleicht vor 10 oder 20 oder 30 Jahren. Ne? Hm. Geht es dir auch so? Gibt es so einen Trigger, wo die Emotion sozusagen aktiviert wird? Und bis die Emotion kommt, ist so ein kleiner Spalt. Ein ganz kleiner, aber der wird größer durch die Praxis. Und wenn du diesen Spalt erkennst, dann kannst du reingehen und sagen, stopp. Ist es ja. bei dir auch so? Ja, ja, das klasse, ist, oder? Wenn du schnell genug bist. Ja, genau. Oder den Spalt größer kriegst. Wenn du es schaffst, Moment. Diesen etwas langsamer abzulaufen zu lassen, wo der Trigger kommt, und dann merkst du, da kommt was. Und jetzt, was ist es? Ja, also das ist eine Forschungsreise, die ich bis zum letzten Atemzug mir wünsche, machen zu können. Mhm. Und immer wieder zu gucken, okay, Übung, Übung, Übung. Und vor allem, was ich wichtig finde, wenn es dann nicht klappt, ne? Ja. Dann zu sagen, okay, jetzt hat es nicht geklappt und nächstes Mal wird es wieder klappen. Oder was heißt klappen? Also jetzt hat es mich gefangen. Ja, es hat mich jetzt einfach so getriggert, dass ich einfach explodiert bin oder sonst was. Ne? Ist okay, ist ja vollkommen okay. Also dich nicht selber abzuurteilen für etwas, was man jetzt wieder nicht hingekriegt hat. Ne? Das sind ja wieder so Punkte, wo man immer wieder auf ein Ziel schaut. Ja. Und das Ziel ist ja gar nicht wichtig. Für mich ist das Ziel nicht wichtig. Für mich ist auch nicht wichtig, wenn ich etwas mache, ob das jetzt genau so hinten rauskommt, wie ich mir das gewünscht habe. Das war früher mal. Das ist bestimmt auch immer mal wieder. Klar, bin ja nicht frei davon. Natürlich. Doch ich übe mich darin zu sagen, hey, meine innere Stimme oder mein Wesen jetzt oder mein, das ist jetzt angesagt, ne? Dann das zu tun. Auch wenn viele sagen, wie kannst du das machen? Ne? Und das ist doch gar nicht jetzt. Und dann denk, ja, aber es ist jetzt angesagt für mich. Ne? Ja. Und meine innere Stimme, das ist so schön, dass die laut ist. Das ist gut. Dass die laut ist und wenn ich mich hinsetze oder zur Stille komme und da eine Frage stelle und die Fragen, die mich umtreiben, dann kommen Gefühle, dann kommen Antworten aus meinem Inneren, aus meiner, wie ich sage, innenliegende Weisheitsseite, die jeder Mensch hat. Ne? Und es ist ja einfach nur überdeckt durch diese ganzen Schichten von Sozialisation, genau. von Gesellschaft, von du hast so zu sein oder du wirst nur geliebt, wenn und die Kinder in der Schule und die und, einzelnen Zwiebel heute, die unendlich gehen können. Genau. Ja. Und da ist so, weißt du, das ist so, wir sagen ja auch die Arbeit, die wieder verbindet. Mhm.
da die so ein bisschen zu öffnen und zu erleben, dass da so eine Seite in mir ist, die ist weiß. Dieses Wissen, was wir alle in uns haben. Ja. Und das musst du dir nicht aneignen. Nee, das ist da. Das, was die Menschen sich wieder aneignen oder auch in meinen Kursen immer wieder Thema ist, ist, ich bin nicht diejenige, die es weiß, wie es geht. Nee, wer bin ich denn? Ne? Durch mich fließt ein Wissen, was ich einfach weitergebe. Du hältst den Raum und öffnest die Türen und durchgehen darf jeder selber. Und gib mal Impulse. Ja, ne? Natürlich. Die ich durch meine Lehrer, Lehrerinnen erfahren habe, durch meine Erfahrung, durch mein eigenes Erleben und natürlich durch die Geschichte der Ahnen und Ahnen. Ja. Also die Arbeit der Tiefenökologie speist sich durch das alte Wissen, alte Wissen der Indigenen, die diese Alleinheit, diese Ganzheitlichkeit, dieses Holistische, für die war das selbstverständlich. Ja, klar. Wenn ich jetzt was mache, was hat das für Auswirkungen in 7 Generationen? Hm. Ist es nicht unglaublich? Also ich habe eine Ahnenaufstellung gemacht, von daher weiß ich es. Und ich spüre auch diese Rückverbundenheit. Also Traumata, die müssen nicht bei dir sein. Die können also bei mir was der Großvater. Ja. Ganz und noch weiter. Ja, ne? Natürlich. Und das wirkt ja durch uns durch. Und wenn wir da... wenn wir uns dafür öffnen, für dieses Wissen, es ist unglaublich, was manchmal da so rauskommt. Ja. Und dafür Impulse geben. Aber dafür brauche ich einen Resonanzraum. Ja, du brauchst auch jemanden, der dich begleitet. Du brauchst einen Mentor und Begleiter, der dich dort führt. Ja. Weil aus dir selbst heraus ist es sehr schwer. Ich brauche Wegbegleitung. Genau. Ich brauche Wegbegleiter und Begleiter. Oder Rituale, Ho'oponopono. Ich brauche Begleiter und Begleiterinnen und da, weißt du, da kann mir jeder Mensch und ob kleines Kind, ob alter Mensch, ob wie auch immer, kann mir da ein Lehrer und Lehrerin sein und eine Begleitung. Wie eine Pflanze auch. Ach ja, genau. Wolf-Dieter Stahl hat, geh zu der Pflanze, meditiere in die Blüte, schau rein, guck sie dir an. Das waren, also sind noch andere wertvolle Tipps da und jeder hat eine Möglichkeit, sich dem anzunähern. Ich sehe schon, du hast deinen inneren Frieden gefunden. Zumindest mal weißt du, was es ist. Viele haben ja noch nicht das Gefühl, dass es sowas gibt wie inneren Frieden, dass du dich nach außen noch abgrenzen kannst, weil die Zeit ist etwas verrückt. Es ist und verrückt, es ist wichtig, dass wir nicht alles an uns ranlassen. Ja, ich weiß nicht, ob ich es inneren Frieden nennen würde. Musst du nicht. Nee, muss ich das nicht. Das ist jetzt der Daniele Ganser. Verwendet den Begriff gern. Ja. Es ist die Verbindung. Für mich ist es, das Zentrale ist die Verbindung. Wenn ich in Verbindung bin mit mir und auch wenn es total chaotisch ist in mir und überhaupt nicht friedvoll, so würde ich es jetzt nicht nennen, wenn da einfach der Punk abgeht in mir und ich die Verbindung damit habe, dann ist es was anderes, als wenn ich mich durch den Punk jetzt treiben lasse, irgendwas zu tun, irgendwas zu sagen oder auch mich in Gedanken zu verstricken, die mir nicht gut tun, die mir nicht gut tun, die auch meiner ganzen Mitwelt nicht gut tun. Du gehst eher über die Anbindung. Ja. Über die Verbundenheit und alles, weißt du, wenn das sickert so in jedes Wesen, also ich sage jetzt mal menschliches Wesen, weil die anderen Wesen, die haben das wahrscheinlich schon immer und die leben das also so. Also die Pflanzendivas haben es viel, viel einfacher an der Stelle. Die müssen nicht drüber nachdenken, kein Bewusstsein, die sind einfach nur. Und wenn alles ist mit allem verbunden und in wechselseitiger Verbindung, in Abhängigkeit, also Abhängigkeit, wenn ich jetzt, was ich mache, hat einen Einfluss. Was ich nicht mache, hat einen Einfluss. Genau. Und das dir mal klar zu machen, alles, was ich mache oder nicht mache, auch wirkt. Nicht mache es. Unterlassen ist teilweise die größere Gefahr. Naja, ich sage ja, nicht machen. Darum, ne? Das meine ich ja, das wollte ich nochmal betonen. Das ist nicht machen, es ist zu dulden, etwas, sich nicht zu engagieren, hat unter Umständen größeren Einfluss, als wenn wir etwas tun.
ich weiß nicht, größer, kleiner, das ist alles so. Völlig egal, genau, so, aber es kann. So kann, ja, ja, aber das ist alles so, was wir uns vorstellen. Und Leben ist komplex. Und Leben, ich bin ehrfürchtig, echt. Ich bin so ehrfürchtig vor diesem Kosmos, vor diesem Wunderwerk, was jedes einzelne Kleinste, jedes einzelne Große ist doch ein Wunder für sich. Absolut. Ja. Und diese Augen wieder, diese Dankbarkeit dafür zu haben, dass wir hier wow, in dieser Zeit, in dieser Wandelzeit, es ist ja jetzt, wir sprechen ja auch in unserer Arbeit von der große Wandel, ne? Ja. Es ist eine Wandelzeit von ganz, ganz, ganz vielen. Mhm. Und ich nenne es auch eine Wandelzeit von diesem industriellen Wachstumsgesellschaft, von der Konsumgesellschaft, mechanistisches Weltbild, durch den Geburtskanal durch in ein ganzheitliches, holistisches Weltbild. Ja. Das ist nicht das Paradies, davon spreche ich jetzt nicht. Das überhaupt nicht. Wer weiß, was da auf da noch uns kommt. Wartet oder da schon ist oder wie auch immer. Ne? Aber es ist die Verpuppung, wie die Raupe dann zum Schmetterling wird. Genau. Und das und ermöglicht dir plötzlich die dritte Dimension. Da sind wir gerade drin, ja. in diesem Geburtskanal. Lass uns da nochmal tiefer einsteigen, aber zuerst einen Schluck trinken, wenn es okay für dich ist. Ja, klar. Lass uns doch anstoßen. Ja. Mit Wasser. Mit Wasser. Ja, mit Wasser. Lass es dir schmecken. Ich wunderbar. Wir waren gerade bei dem Geburtskanal und bei der Transformation. Und es ist ja spürbar, dass wir jetzt von der Transformation sind. Du hast die Industriegesellschaft gesprochen, das Fließband, wo wirklich jeder im Takt arbeiten muss, die Maschine angibt und Zeit sozusagen der Faktor ist, wo wir uns orientieren. Nur mittlerweile sind wir ja weg von der Industrialisierung. Wir sind ja fast in der Wissensgesellschaft. Und da kannst du ja es nicht an der Zeit messen, wenn jemand auf eine tolle Idee gekommen ist. Also unsere alten Instrumente, wie wir Leute entlohnen, wie wir Positives ausdrücken, die funktionieren ja gar nicht mehr. Also das fällt ja gerade alles auseinander, weil wir noch in der Denke sind des Industrialisierten, brauchen aber den Schritt eigentlich in die andere Welt. Wie im Boot. Mit einem Fuß bist du noch auf dem Steg und das anderen im Boden, jetzt geht's auseinander. Wie kommen wir da durch? Wie kommen wir da durch? Also wir sprechen in der Arbeit von drei Geschichten, in denen wir gerade leben. Drei Geschichten. Und das eine ist das Business as usual. Also ne, das weiter so, Wachstum um jeden Preis. Und wenn wir irgendwelche Katastrophen haben, Umweltkatastrophen, ne, Mitweltkatastrophen, dann okay, es ist sehr viel zerstört worden, aber wir können ja wieder Geld verdienen, aufbauen und weiter. Und da stecken wir noch drin, alle mit, wie du sagst hier, auf einem, mit einem Fuß, manche mit zwei Füßen, manche noch ganz, ne, andere mit einem, aber wir sind alle noch beteiligt daran, alle. Ja. Und da kann sich keiner sagen, oh nö, ich nicht. Ne? Das ist eine Wirklichkeit. Und dann gibt es eine zweite Wirklichkeit, zweite Geschichte, das heißt, dass das Auseinanderfallen der Systeme, das Auseinanderbröseln. Weißt du, wenn du so einen Pullover hast, der so gestrickt ist und der rippelt sich so auf und Pullover rippelt sich immer weiter auf, kannst du immer noch als Pullover anziehen, aber irgendwann ist kein Pullover mehr. Es ist auseinandergerippelt, ne? Zerbröselt. Ja. Und das ist das, wo uns kritische Journalisten, Journalistinnen oder Umweltwissenschaftlerinnen dann darauf aufmerksam machen und was wir selber ja auch sehen und mitbekommen. Ne? Muss man ja nicht auf die Wissenschaft jetzt gucken, aber das ist ganz viel auch in den Medien und was alles auseinanderfällt. Vom Sozialen, von Artensterben, hey, wir sind im sechsten Massensterben. Ist das, hallo? Im sechsten Massensterben. Das letzte war vor 66 Millionen Jahren, als die Dinosaurier ausgestorben sind. Und da ist so ein Meteorit dann auf die Erde geplumpst. Ne? Und die fanden nichts mehr zu fressen und starben aus. Jetzt ist der Mensch auf der Erde. Und es ist menschgemacht. Also ich habe da keinen Zweifel, dass wir daran, dass wir die Ursache sind für das, dass jetzt ganz viele Arten aussterben. Und
Naja, das ist so die zweite Geschichte. Ja. Ne? Und ist ja klar, ne? Die und ist ja auch aus sichtbar. Der ersten Geschichte resultiert das ja, ja auch. Ne? Business as usual. Okay, auseinanderfallen. Und jetzt auch mit Corona und mit dem Virus und so ist ja auch, ich meine, da fällt ja auch ganz viel auseinander. Mhm. Ne? Bricht also, weg. Bricht weg, spaltet, mhm. das ist gut, das ist schlecht, das ist richtig, das ist falsch und. Naja, gut, also kennen wir alle. Und dann gibt es die dritte Geschichte, die nennen wir der große Wandel. Mhm. Und der große Wandel heißt, so in drei Dimensionen runtergebrochen, Stopp sagen. Mhm. Also Stopp sagen, aufhaltende Aktionen sagen wir dazu. Mhm. Es ist wichtig, wenn dir irgendwas nicht, wenn du denkst, nee, das geht so nicht, mhm. weil das ist lebenszerstörerisch oder mhm. das geht gegen meine Ethik oder ja. gegen meine Werte, dann steh auf und sag Stopp. Mhm. Auch wenn alle anderen um dir herum sagen, nee, das ist doch aus dem Grund. Mhm. Aber was ich schon eingangs sagte, so mit der innerliegenden Weisheit, die weiß es. Mhm. Ne? Nicht aus dem, oder ist was und jetzt Stopp, mhm. sondern hey, das trifft mein Innerstes. Oder meine Liebsten oder ja. meine Mitwelt und mhm. wird zerstört. Ganz schön anstrengend, immer wieder Stopp immer zu sagen, Stopp sagen, ne? auf die Straße zu gehen oder Petitionen kann ich ja auch unterschreiben, Stopp sagen. Und die zweite Geschichte ist, die kannst du dir hier auf die Stirn schreiben, mhm. analysieren und Analyse und Alternativen aufbauen. Das mhm. heißt, analysieren von, hey, was klappt alles nicht in mhm. diesem System, in dem mhm. wir gerade mhm. leben. Mhm. Also was funktioniert nicht in der Bildung, mhm. im Gesundheitswesen, mhm. in wie Menschen sterben, wie Menschen geboren werden, wie wir mit nichtmenschlichen Wesen umgehen. Mhm. Ne? Die Ernährung. Dinge sichtbar machen. Wow, ja. Ernährung, mhm. hallo. Das ist ein ganz großes, also Landwirtschaft, ja. ein ganz, ganz großes Thema. Und das zu sehen, also analysieren, mhm. okay, aber nicht sagen, da mache ich jetzt Stopp, mhm. sondern Ärmel hoch und eine Alternative aufbauen. Mhm. Ein Ökodorf, also oder eine Gemeinschaft gründen, ja. wie wir es jetzt hier machen. Waldkindergärten, andere Bildungssysteme. Mhm. Im Sozialen miteinander anders. Gucken, dass wir die Natur wieder Natur sein lassen, mhm. ne? so wie sie will und nicht nach unseren Vorstellungen dann so Monokulturen anbauen und. Mhm. Vieles kennen auch die Menschen. Ja. Und diese drei Wege führen zum großen Wandel. Mhm. Und da ist nicht der eine mehr wert wie der andere oder mhm. besser oder effektiver oder so, mhm. sondern es geht um den Bewusstseinswandel. Mhm. Es geht um eine Haltung, die in uns sich wandelt von, das hat alles so und so und so zu sein und so ist es und so bleibt es und es war schon immer so oder wie auch immer, zu einem wow, was ist jetzt in diesem Moment? Mhm. Was ist in diesem Moment und was braucht es von mhm. mir als Handlung? Vielleicht die Aufmerksamkeit. Mhm. Vielleicht, hey, ich spüre gerade, dass es dir nicht gut geht. Mhm. Ich bin du? Da. Mhm. Was ist gerade? Mhm. Machst du das auch in deinen Seminaren? Dass du den Menschen, die jetzt mit einer individuellen, jeder steht ja anders mhm. da, dass sie jetzt mit ihrem... Die können die Gasrechnung in Zukunft nicht mehr bezahlen und Corona macht sie so sprachlos und ängstlich. Mit diesen persönlichen Anliegen können sie da bei dir sozusagen was finden? Bei mir in deinem Kurs. Nicht. Doch in deinem Seminar. Durch die Arbeit, ja. Mhm. Also die Arbeit, die wieder verbindet oder tiefe Ökologie, also tiefe Fragen an das Leben stellen, die Ursachen ergründen mhm. und nicht die Symptome zu bekämpfen, mhm. ne? Und wenn ich die Ursache weiß, dann kann ich die ja ändern. Mhm. Also in mir kann ich es ändern, aber auch in der Politik, in der Gesellschaft. Mhm. Und es geht darum, Augen auf und gehen. Mhm. Es geht nicht darum, wie wir es schon hatten mit dem Reptiliengehirn, so, uah, nee, das ist mir zu viel. Starr. Oder ich kämpfe, ne, bis ich keine Energie mehr habe. Mhm. Oder bekämpft werde, besiegt werde. Ja. Oder starr. Mhm. Natürlich haben wir das alles in uns, doch wir können uns auf dem Übungsweg begeben, zu sagen, okay, was heißt das jetzt und wie wirkt es? Und mhm. nicht zu sagen, nee, ich will das nicht spüren. Weißt du, die Verdrängung,
ist ein Weiste. Naja, also die Verdrängung ist ja, apathisch zu werden, zu verdrängen, ist eine der größten Krankheiten, die wir gerade haben. Nicht sehen zu wollen. Weil du verdrängst es nicht, du speicherst es in dir. Du tust es in deinen Rucksack hinten rein. Ja, du und tust es. Trägst du jeden Tag mit. Nach hinten. Genau. Und dann hast du es im Nacken hängen. Dann habe ich Rückenbeschwerden oder einen steifen Nacken. Dann, oh Gott, ne, das ist zu groß für mich. Und ich finde ja schön, immer wieder zu sagen, hey, wir sind mächtig. Wir haben Macht. Mhm. Also wenn man das sagt, ist ja dann, Macht. Ja. Ne? Macht ist ja so, negativ belegt, aber das ist es eigentlich nicht. Macht heißt, dass wir etwas machen können, etwas gestalten können. Genau. Und nicht, dass es uns erdrückt. Ja, Macht heißt einfach im Englischen Power, also Kraft, Macht. Mhm. Und jeder Mensch, jedes Wesen, alle haben Macht. Mhm. Ne? Und aber davon wegkommen, so diese Allmacht, ich habe alles unter Kontrolle, ich kann alles irgendwie kontrollieren oder so machen, dass es so ist, wie ich das will. Mhm. Oder habe die unter der Knute, also Macht über. Das ist eine Bedürftigkeit. Das ist keine, also dann steht ja Bedürftigkeit im Hintergrund. Ich will, dass du was machst und wenn du es nicht machst, dann übe ich Macht über dich aus, weil ich ein Bedürfnis habe, dass du tust, was ich will. Ja, manche sind einfach in diesen Positionen so reingekommen und denken dann auch manchmal, allmächtig zu sein. Ne? Genau. Und das andere Extrem ist ja die Ohnmacht. Ja. Also dich ohnmächtig zu fühlen. Und dazwischen gibt es die Macht, die ich habe. Und da immer wieder hinzukommen und nicht zu sagen, du darfst aber nicht das und das, sondern darum geht es gar nicht. Es geht um das Gefühl, immer wieder mit mir zu sein und die Selbstwertschätzung, die Selbstwertschätzung. Also ich schätze mich wert und ich habe meine Fähigkeiten. Natürlich bin ich im Beurteilen auch immer wieder. Natürlich bin ich im Vergleichen immer wieder. Oh, die macht das viel besser oder kann das viel besser. Und da mich da immer wieder so, abzuholen. Vielleicht mit so einem Zwinkern noch, ein bisschen humorvoll und eins von den vielen Teammitgliedern in mir hat die Oberhand halt gerade gehabt, ne? Und hat mich da so und so und so sprechen oder handeln lassen. Aber ich bin doch mehr wie dieses. Das heitere Gelassenheit habe ich gelernt, die gute. Das ist total wichtig, ja. Und von daher, wenn du fragst, lernst du das in meinen Seminaren, ist es, wir kommen zusammen und es ist ein Vertrauensraum, wo ich mich öffnen kann, wo ich das Vertrauen habe, ich darf jetzt über meinen Schmerz sprechen. Ich habe hier einen Raum, wo Menschen mir die Präsenz schenken. Und was gibt es Schöneres, als wenn du Menschen oder wenn du Leben Präsenz schenkst und da bist. Ich höre dir zu. Mit offenen Ohren, Augen und Herzen. Und so wenig wie ich kann, beurteile ich. Nicht so, was sagt der da schon wieder, sondern okay, das ist die Einzigartigkeit, die gerade gegenüber sitzt und mir das und das erzählt. Und für mich ist wichtig, das Staunen nicht zu verlieren. Immer wieder, okay. Auch wenn hier Dinge passieren oder auf der Welt Dinge passieren, wo ich dann denke, nee, das gibt's nicht. Das darf es nicht geben, das gibt's nicht. Mhm. Und dann, hallo Gabi, doch, das gibt's. Ja. Da passiert's ja gerade. Und dann darüber zu staunen, wie sowas passieren kann. Und es zu hinterfragen und zu gucken, okay, was kann ich jetzt tun? Also kann ich tun, nicht mit Druck, sondern was ist meine Antwort auf diese Handlung oder das, was gerade passiert? Was ist meine Handlung? Mhm. Und ich bin nicht verrückt, wenn ich weine oder Schmerzen spüre, wenn ich höre, wie wieder ein Boot mit Geflüchteten Geflüchtete ertrunken sind im Mittelmeer. Ne? Also es ist laufend wieder oder wie sie in den Lagern sind, an den Grenzen und behandelt werden. Das ist
rieselt ja jeden Tag. Es kommt ja, du kannst dich ja fast gar nicht anziehen, wenn du einen Fernseher hast. Genau. Ich glaube, das Interesse ist geweckt. Darf ich dein Seminar einfach unter das Video stellen, dass die Menschen nicht suchen müssen, sondern finden können? Ja, natürlich, klar. Dann würde ich das nämlich einfach als Beschreibung unter das Video setzen. Hm. Und eine persönliche Frage hätte ich noch zum Abschluss. Mit meiner Frau bin ich natürlich auch immer so in einer Trigger-Wechselbeziehung. Das passiert seltener, aber ab und zu. Und wenn ich diesen Punkt, diesen Spalt nicht erwische, oder wir beide nicht, dann bin ich da drin. Und ich spüre, dass es völlig falsch ist, dass ich dann nur einfach rausgehen muss und sagen muss, Entschuldigung, war blöd. Aber ich kann es nicht. Das ist wie ein Magnet, der mich da festhält und sagt, nein, ich lasse dich da jetzt nicht ab. Und ich weiß es, dass ich einfach nur diesen Schritt gehen muss. Ich kann es nicht. Warum? Kannst du mir dann tippen? Warum? Warum hänge ich da fest? Nein, du sagst einfach nur. Es fühlt sich so einfach an. Ja, das ist zum Schluss so einfach. Es wäre einfach, aber es ist halt gerade dieser Punkt und da dich nicht auch nicht zu beurteilen von, ich habe es wieder nicht geschafft. Ne? Also loslassen. Dieses Loslassen von. Einfach locker bleiben. Weißt du, wenn ihr das schafft, vielleicht so übe ich mich auch da drin immer wieder mit Menschen, wo ich immer wieder an so Triggerpunkte komme und so. Man kann auch ein Zeichen machen. Vielleicht schaffst du dann auch so einfach so. Und der andere dann so, auch. Und dann. Ja, irgendwie so. Löst sich's auf. Weißt du, man findet manchmal die Worte nicht. Nee, das geht nicht. Nein, das geht nicht. Du bist, mit Worten habe ich es versucht. Worte funktionieren nicht. An der Stelle geht nichts. Aber vielleicht kriege ich dann tatsächlich noch. Vielleicht geht ein Zeichen. Ja, das ist gut. Weil der Körper hat ja auch eine Weisheit. Ja. Ne? Und das ist ja, ich meine, der Körper und Kopf und ich meine, wenn Kopf und Herz zusammen und wir aus dem Herzverstand dann handeln, das ist doch wunderbar, das ist oder? Kein wenn Problem wir den Körper mehr. Mitnehmen. Da habe ich kein Problem. Nur in dem Augenblick, wo es über einen kommt, dieses Dann der Trigger. Dich. Ja, dann wo du wieder dich irgendwo an was, eine Verletzung, die tief noch drinsteckt, die du nicht auflösen kannst oder jetzt noch nicht und dann. Und guckt, wenn ihr gute Momente habt und wenn ihr eine gute Zeit, entspannte Zeit miteinander habt, schreibt euch die Triggerpunkte auf. Weißt du? Also wenn das, dann das. Das haben wir sogar gemacht, wir reden ja nicht drüber. Und dadurch werden sie schon klarer. Genau. Und trotzdem passiert es noch. Ja. Aber weniger, seltener. Ja, wenn man das weiß voneinander. Ne? Also da ist echt ein Punkt. Und da wünsche ich mir so, dass ich da entspannter werden kann. Ne? Und manchmal haben wir auch eben gehabt, also manchmal sind das ja Sachen, die sind ja gar nicht in deiner Lebenszeit passiert, sondern die sind Generationen davor. Ja, darum kann ich es ja selber nicht finden. Ich gehe ja zurück und versuche zu finden und ich finde sie nicht. Also dann muss ich auch damit akzeptieren, dass sie halt da sind. Aber ich muss sie zumindest mal einladen und nicht verdammen. Das habe ich jetzt mitgenommen. Und dann halt mit ihnen so langsam vertraut werden, dass wir uns gegenseitig schneller rausziehen. Vielen Dank, Gabi. War wunderschön. Und ich glaube, ich könnte jetzt, letztes Mal saßen wir, glaube ich, 2 Stunden zusammen. Dann haben wir es leider nicht aufgezeichnet. Ja. Jetzt ist es ein bisschen kürzer. Wir sind zwar ein bisschen an der Oberfläche geblieben, aber ich glaube, für die Zuschauer und Zuhörerinnen war das jetzt gut so. Wer mehr will, weiß, wo er dich findet. Hab vielen Dank. Genau, kann gerne Kontakt aufnehmen und oder in Workshop kommen, in Training kommen. Zu 7 Linden. Und hier auch. Genießen, und auch, was ihr habt. Und auch auf die Homepage von Joanna Macy gehen, also meiner Lehrerin, die mittlerweile 92 ist. Das gibst du mir noch, den Link, dann setze ich den auch da drunter. Genau, die hat ganz viel auf ihrer Homepage und Hintergrund. Und dann kann man sich selber einfach mal auf den Weg machen. Ja, gucken, Augen auf und neugierig schauen, hey, wo zieht es mich hin? Also vielleicht das noch zum Schluss. Mein roter Faden ist die Begeisterung. Wenn mich etwas begeistert. Mit großem und Geist. Auch, wir hatten es ja über Mut, und dann denke ich, da traue ich mich nicht, da auf dieser Tagung zu sprechen oder so. Da traue ich, aber irgendwas in mir vibriert und denkt, hey, komm. Und dann ist da ist die Begeisterung und ich mache das. Ich mache das so gut, wie ich es dann kann und besser geht's nicht.
Super, alles geben. Das habe ich auch als Prinzip gemerkt. Wenn du bereit warst, alles zu geben und es hat nicht geklappt, gut, du hast alles gegeben. Dann war es so. Auch wieder lieb mit dir sein. Ne? Es tut gut. Ja, Hab dann. danke dir.